das ist der Rainer. Der ist auch da. Der Rainer auch da trainiert. Wahnsinn. Da ist er. Ist er das? Na, weiß gar nicht. Na ja, ist doch klar, wenn du jemand so eine Masse hast, ne, also, wenn du jemand so eine Masse hast und bist dann noch unter Volllast, das heißt beim Gewichtstraining, dann bist du noch in der Presseatmung dabei. Ist doch logisch, dass da die Sauerstoffsättigung nicht voll hält. Wenn sie dann auf der Abduktorenmaschine stehen, ihren Arsch in die Kamera halten, ne, dann hat das ja gar keinen Mehrwert. Der Mehrwert liegt da drin, dass du einfach den Arsch siehst. Das wäre genauso, wenn ich jetzt eine Hose an hätte meinen Hoden raushängen. Ne? Das wäre so eine ähnliche Sache. Ne? Wobei das kein Mensch sehen will, hoffe ich zumindest. Aber ich muss halt oft lachen, oder jener erfahrene Bodybuilder oder Sportler muss lacht darüber, weil es natürlich nichts Mehrwert hat. Wenn sie dann, was weiß ich, mit so einem Gummiband seitlich laufen, eigentlich ist das nur eine Abduktion, ne? Kannst halt deinen Arsch auf die Maschine bewegen, ist genau dasselbe. Aber sieht halt gut aus, ne, wenn man es mit so einem scheiß Gummiband macht. Der Geist ist gestört, ja. Mein, leck mich am Arsch, ne? Das ist, da kriegst du echt einen Schlaganfall bei sowas. Ne? Fuck! Ich bin mehr aus der Übung, als ich dachte. Nicht mal, ja gut, was heißt nicht mal, etwa 20 Minuten. Der merkt das jetzt nicht immer, dass er seit einem Jahr trainiert und weder stärker noch massiver, also Muskel aufgebaut hat, sonst irgendwas. Das Einzige, was ich sehe, dass sie dann so langsam, ne, so heimlich, ja, und sind so blöd oder so, wie soll ich sagen, so ignorant zu verstehen, dass es vielleicht falsch ist, was sie machen. So, etwa 20 Minuten heute, war es das erste Mal seit längerem, dass ich wieder ein bisschen was gemacht habe. Und das bei, sieht man es? 26,4 Grad. Würde echt Zeit, dass ich mal wieder ein bisschen was für mein Gewicht tue, ey. Ganz im Ernst. Weil es wird echt Zeit. Ich bin in der letzten Zeit ziemlich faul gewesen. Und obwohl ich mich ziemlich viel bewegt habe und obwohl ich sogar abgenommen habe, merke ich, dass meine körperliche Ausdauer mittlerweile fast im Arsch ist. Naja, heute erstmal knapp 20 Minuten, ein bisschen mehr als 20 Minuten. Ich denke, das reicht für den Anfang erst einmal, wenn man bedenkt, dass es das erste Mal seit langem wieder ist. Und ja, das behalte ich jetzt erstmal ein paar Tage bei und dann werde ich schauen, dass ich das dann nach und nach wieder erhöhe, damit meine Ausdauer mal wieder ein bisschen größer wird. So, falls euch das Video gefallen hat, auch wenn es ziemlich lächerlich war. Katastrophe. Was ich da immer wieder für Gehirn amputierte, für Irrenhof bei mir. Die selbst nichts im Leben zustande bringen, nur Neid, Missgunst, weil ihr scheiß Leben nur von Kacke gekrönt ist, im Sport wie im Leben nichts erreicht, dann anderen Leuten nur versuchen, schlecht zu machen und sich selber in ein besseres Licht zu rücken.